Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von H1Z1. Wie ihr seht, in der letzten Runde bin ich leider 35. geworden, weil ich ein bisschen abgelenkt wurde. Ich habe versucht, einen Loot-Drop zu holen. Vor mir war einer, rechts neben mir war einer. Ich wurde ein bisschen angeschossen, war halt abgelenkt, konnte nicht wirklich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich konnte nicht wirklich gegen ankämpfen, so. Bin leider gestorben, was soll's. 10 Minuten. Fangen wir einfach die nächste Runde an. Ich habe gerade meine E-Mail verifiziert, so dass ich eigentlich die zwei Kisten bekommen müsste, die ich im letzten Video gezeigt habe. Hoffen wir mal, dass ich die habe. Dann würde ich die erstmal aufmachen und wir gucken uns zusammen. Ich habe die zwei Kisten und wir gucken uns zusammen an, was in den beiden Kisten ist. So, hier ist es mit den Kisten, ihr müsst drauf schießen. Ist jetzt nicht so schön, würde ich nicht tragen. Sieht ein bisschen kacke aus. Und jetzt aber. Geil. Die Handschuhe sahen geil aus. Wollen wir die mal ausprobieren? Also, die Hose sieht halt mega kacke aus. Ja, die sieht mega kacke aus. Auf jeden Fall die Handschuhe, die haben mir richtig gut gefallen. Hey, die passen auch wirklich zu der provisorischen Rüstung. Passt. Ey, warum hat der die Hose an? Ich will die Hose nicht anhaben. Nein, die will ich anhaben. So, auf jeden Fall die Handschuhe sehen mega gut aus, finde ich. Ey, wieso habe ich die nicht bekommen? Ach, die Rüstung. Ich habe in der letzten Runde den Helm abgeschossen. Ja gut. Neue Runde, neues Glück, würde ich da mal sagen, ne? Mal gucken, ob ich jetzt eine höhere Platzierung bekomme, was ich hoffe, weil 35 ist schon ein bisschen peinlich. Im ersten Video wurde ich 49. Das war jetzt auch nicht besser. Aber was soll man machen? Gibt halt gute, gibt halt schlechte Runden. So, kann ich hier nicht irgendwie die... Schade. Auf jeden Fall, Runde fängt jetzt an. Das ist schon mal gut. Sonst muss man so endlos lange warten. So, jetzt fang an. Ich will spielen. Nice. Also bei PUBG gibt es im Moment so einen richtig, richtig guten Modus, finde ich. Der heißt War-Modus. Könnt ihr euch gerne beim Kumpel angucken. Shazam, werde ich unten auch verlinken. Der hat den 3-4 Runden gespielt. Also mega gut der Modus. Man kommt runter, hat direkt ein Snipergewehr. Kann auch nur ein Snipergewehr aussuchen, also tragen. Und muss sich dann damit halt durchkämpfen. Nun, da ist es so, wenn man stirbt, respawnt man halt war hier gerade einer? Geil. Ich hänge auch mal meine Bilder so auf. Hänge ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das aufgegangen ist, ey. Hänge ich dann irgendwie an der Decke auf oder so. Mit unsichtbaren Fäden. Auf jeden Fall könnt ihr euch gerne angucken. Mega gutes Video geworden von ihm. Mega gute Videos. Und das würde ich auch noch richtig gut in H1 finden. So ein Modus. Weil ich meine, die Macher sind ja eh gleich. Komm, zeig dich. Wo bist du?
Wo kam der jetzt? Muss doch irgendwo ein Quad sein. Ja, auf jeden Fall mega guter Modus, wird mich mega freuen. Ah, da oben. Wenn der in H1 auch kommen würde. Hab ich leider nicht getroffen. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein, nein, nein. Das gibt 84. Wie peinlich das ist. Scheiße. Ha, du Opfer. Ja. Dieses Video hat dann eben 2 Runden. Ach, 84 ist das richtig, richtig peinlich. War ich gerade ein bisschen abgelenkt von mir selber durch das Sprechen. Hab ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall zum 3. Mal. Wäre halt ein mega geiler Modus, wenn der hier auch kommen würde. Mal abwarten. Weil ich meine, es sind ja die gleichen Macher. Ich bin mal gespannt. Mega geile Maske. Sieht ein bisschen kacke aus, wenn die Sonnenbrille durchkommt. Ja, so sehe ich auch aus ungefähr. Mit so einem freshen Hut. Ich habe doch den Hut, glaube ich. Den hier habe ich. Der andere hat ein Emblem drauf. Was hat den hier? Ja, es hat Standardhut. Wollen wir mal hoffen, dass die Runde besser wird. Dass ich nicht direkt sterbe, verkacke, wie man das so schön sagt. War halt auch vom Nachteil, dass ich keine Rüstung hatte und er hatte eine volle Rüstung. Er hatte einen Helm, er hatte eine Weste und so. Ich habe halt mit der Weste habe ich halt mega gut seinen Brustpanzer zerstört. Deswegen habe ich auch eben die Medaille bekommen. Hat nur irgendwie nicht wirklich was gebracht. Das finde ich halt mega gut bei H1. Man spawnt einfach direkt über irgendeiner Sache. Und wenn es nur ein Haus ist, wenn es ein Campingplatz ist oder sonst was. Auf jeden Fall, dass man nicht ohne Waffe dasteht. Spawnt halt wirklich so, dass man direkt in der Runde mit einer Waffe anfangen kann. Halt mega gut. Jetzt sind wir mal hier auf dem Rummelplatz. Und hier muss man das auch noch mitnehmen. Jetzt wäre noch ein Rucksack mega nice. Da ist ein Rucksack. Und die Frage, wie ich hier reinkomme. So. Ein Rucksack, noch eine Waffe. Noch eine Waffe. Zu viele Waffen hier. Zu viele Handwaffen. Was haben wir da noch? Da ist nichts. Hier haben wir das noch. Oh, das ist gut. Nehmen wir die mal weg. Molotow ist immer gut. Noch ein Molotow. Warum sind Molotows auf der Toilette? Komisch. Ist jetzt nicht so das, womit ich mir den Hintern abwische. Aber was soll's. Kann halt alles finden auf dem Rummelplatz. Da noch so ein verrotteter wie hier. Fragwürdig, was die hier machen. So viele Verbände, wie hier sind. Noch ein Molotow. Ein Helm. Auf jeden Fall mitnehmen. Da ist noch ein Helm. Wenn wir durch die Toiletten gehen. Gucken, was wir hier finden.
Ja, Stiefel, auch gut. Etwas schneller rennen können. Pumpgun. Ja, gegen die Handwaffe. So. Bände kann ich keine mehr nehmen. 10 Stück habe ich schon. So, was haben wir hier noch Schönes? Gucken, was in dem Zelt ist, wenn wir reinkommen. Nein, wir kommen da nicht rein. EMP-Granate. EMP-Granaten sind dann mega gut gegen Autos. Kommt euch ein Gegner entgegen, ihr wirft die aufs Auto. Kann er halt nicht mehr fahren, muss aussteigen oder erwartet halt, bis es wieder geht. Nur in der Zeit könnt ihr halt mega Schaden ihm geben, weil er sich beziehungsweise das Auto dann gar nicht mehr fortbewegen kann. Wie viele Verbände hier rumliegen, das ist schon. Molotows habe ich auch keinen Platz mehr. Das ist schon mega krass. Eine Kiste, das hört sich immer gut an. Da haben wir das Schätzchen und ein Helm, der ist gut. Und ja, Pumpgun weg. So. Muni mitnehmen. Geht nicht mehr. Nice. So, brauchen wir noch ein Fahrzeug. Oder? Oh, die landet direkt ein Loot Drop. Das ist ja mega. Ah, der liegt schon da. Den bekomme ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe kein Fahrzeug. Die ganzen anderen fahren wahrscheinlich dahin und gucken. Ich bin mega gut in der Zone. Könnte ich eigentlich hier bleiben? Vielleicht kurz nochmal zum Loot Drop fahren. Da muss doch ein Auto sein. Ach, da. Vielleicht einmal kurz zum Loot Drop fahren. Der ist leider schon weg. Am Ende von gucken, vielleicht kriege ich ja einen Kill. Ich glaube, der war ungefähr da so. Da. Bleibst du jetzt so stehen? Ja gut. So. Boom. Mal gucken. Ah, jetzt wird das gleich mit mir machen. Nein! Wie geht das? Oh mein Gott! Ich hatte volle Rüstung. Ich hatte. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich habe ihn genauso getroffen. Er ist neben einem explodierenden Auto, hat er gestanden. Nein, verstehe ich nicht. Ich bin einfach sprachlos. Er stand neben einem explodierenden Auto, wo ich mit 2 Pfeilen draufgeschossen habe. Ich habe ihn mit meiner Waffe, ich habe ihn Kugeln, mit Kugeln habe ich ihn abgeschossen und er ist einfach nicht gestorben. Er hatte angeblich hatte er noch 47 Leben. Wie soll das denn gehen? Ja, auf jeden Fall mit diesem Kill endet die Runde. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Das geht mir schon wieder richtig auf die Nerven. Was soll man machen? Ich würde sagen, bis zur nächsten Runde. Haut rein. Ciao.